guten Abend auf Blue Frame Video. Ein User, Master Yoda, hat Probleme mit seinem Blade QX350, allerdings hat er die Version 3. Ich habe hier die Version 1. Es geht erstmal um einen Test der Drehrichtung der Rotorblätter. Das will ich einmal versuchen, mit meinem 1er Modell noch darzustellen. Ich schalte einfach mal ein, dass man die LEDs beobachten kann. Erstmal die Hebel auf Neutralstellung. Fernsteuerung ist eingeschaltet. Ich schalte mal den Kopter ein. Der Kopter steht jetzt in Flugrichtung nach vorne und die Drehrichtung der einzelnen Rotorblätter ist dann wie folgt. Ich hoffe, man konnte das sehen. Also hier ist hinten mit der Status-LED, hier ist vorne die Flugrichtung. Und die Rotorblätter haben das Papier jetzt in die Richtung gedrückt, wo ich das immer hier angehalten habe. Ist ein bisschen in Mitleidenschaft geraten. Und so muss das, ich nehme an, bei der Version 3 auch sein. Ansonsten kippt der Kopter beim Starten gleich um. Viel Glück!